Ja, hallo, jetzt bin ich wieder zurück in meinem kleinen Büro, nachdem ich das Bundeskanzleramt verlassen habe und möchte euch noch kurz in einem kleinen, schlecht beleuchteten Schnellschuss kurz erzählen, was die Veranstaltung so gebracht hat. Bin ein bisschen durch den Wind von 20 verschiedenen Themen in recht kurzer Zeit. Die Kanzlerin hat durchaus Multitasking-Fähigkeit, das muss man ihr lassen. Ja, viel war natürlich nicht zu erwarten, schon gar nicht, dass ich sie in der kurzen Zeit von der Legalisierung überzeugen kann. Aber vielleicht mal allgemein zum Klima erstmal. Das Zeitmanagement war erstaunlich schlecht. Die ersten Vortragenden haben recht viel Zeit gehabt, haben teilweise lange Reden vorgetragen. Und zum Ende der Tischreihe hin wurde die Zeit immer knapper, obwohl wir dann auch überzogen haben und mehr Zeit zur Verfügung stand. Ja, also man hat gemerkt, welche Vorschläge der Kanzlerin genehm waren, wo sie dann auch gesagt hat, ja, das nehmen wir gerne auf, ich spreche nochmal mit dem Minister und der Ministerin darüber und wir werden den Punkt angehen und sie wieder einbinden nachher. Bei anderen Themen hat sie die Leute nicht so lang ausreden lassen, wo man merkte, die Themen gefallen ihr nicht so. Da hat sie sehr früh, ist sie reingegangen, die Leute zu unterbrechen und dann ihre Meinung dazu zu sagen, sodass die gar nicht so richtig zum Zug gekommen sind. Und da hat sie dann oft am Ende auch nur gesagt, naja, ich gucke mir das nochmal an. Und allen hat sie gesagt, zum Ende des Jahres würden sie dann nochmal irgendwie eine Nachricht bekommen, was denn jetzt mit dem Vorschlag passiert ist, aber wo man schon gemerkt hat, wenn sie gesagt hat, ich lese mir das nochmal durch, dass das Thema für sie eigentlich erledigt war. Mit sowas habe ich bei mir natürlich auch gerechnet. Es war ja klar, dass sie unseren Vorschlag nicht mag, Cannabis zu legalisieren. Das hat sie schon richtig deutlich gemacht bei ihrer YouTube-Antwort im Herbst, wo wir auch auf den ersten Platz gekommen sind mit unserer Frage. Naja, jedenfalls bin ich dann gleich damit eingestiegen zu sagen, ja, ich erwarte ja nicht unbedingt Ihre Zustimmung für die Legalisierung in der Zeit jetzt, aber ich fände es gut, wenn Sie sich damit ernsthafter auseinandersetzen würden nochmal. Bei der YouTube-Geschichte hat sie ja sehr viel Unverständnis und schlechte Informiertheit durchblicken lassen, als sie zum Beispiel gesagt hat, Cannabis hätte ein höheres Suchtpotenzial als Alkohol und Tabak, was natürlich völliger Unsinn ist und mit Sicherheit kein Wissenschaftler unterschrieben hat. Deswegen habe ich ihr vorgeschlagen, nochmal Experten drüber gucken zu lassen, über unseren Vorschlag, Mediziner, Kriminologen und so weiter, Suchtberater vielleicht, um mal ein bisschen mehr Fachwissen zu kriegen über das Thema. Und das hat sie mir letztendlich auch zugesagt, dass sie das machen würde. Ist natürlich jetzt die Frage, wen sie da fragt und wie das genau läuft. Mal sehen, welche Informationen dazu noch rüberkommen. Ansonsten, wie gesagt, hat sie mich auch nicht viel ausreden lassen. Ich konnte immer nur Ansätze bringen davon, dass wir zum Beispiel tatsächlich viele Leute vertreten mit unserer Geschichte. Merkel behauptet immer, ja, der Erfolg des Hanfverbands liegt daran, dass wir so gut organisiert wären. Hat sie auch in der Sitzung wieder gesagt, irgendwie, naja, finde ich ja nett, aber so eine Riesenorganisation sind wir noch auch wieder nicht. Und ich habe versucht klarzumachen, dass unser Erfolg tatsächlich daran liegt, dass das einfach sehr viele Leute interessiert und sehr viele Leute sich eine Veränderung wünschen in der Cannabis-Politik. Habe dann noch die Umfragen der letzten Zeit angerissen, unsere Emnet-Umfrage und auch noch eine andere Umfrage in diesem Jahr. Habe ihr dann nur die Papiere dazu nochmal rüberreichen können. Na, guckt sie sich mal an und so. Gut. Dann habe ich nochmal darauf hingewiesen, dass sie dann, auch wenn sie nicht zu einem Ergebnis kommt, dass sie legalisieren will, also den Handel regulieren. Ja, aber das hat sich schon durchblicken lassen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann am Ende überzeugt bin, wenn ich die Experten gehört habe. Natürlich wird sie nicht überzeugt sein. Aber dass sie da noch andere Schritte machen kann, nämlich die Kriminalisierung der Konsumenten beenden oder zumindest irgendwelche liberaleren Regeln finden. Und nicht zuletzt eben auch das Thema Cannabis als Medizin, wo wir riesige Zustimmungsraten haben, dass sie wenigstens das zur Chefsache machen könnte, um das mal vorwärts zu bringen. Aber das waren immer nur Ansätze, die ich dann vorbringen konnte und die dann schnell wieder unterbrochen wurden. Insgesamt eigentlich einigermaßen freundlich so. Und ich war auch nicht der Einzige, dem es so ergangen ist. Sie musste dann ja auch Zeit machen. Aber es war schon irgendwie klar, dass die Cannabis-Legalisierung nicht gerade ihr Lieblingsvorschlag war. Naja, unterm Strich
ist es zumindest nicht so schlecht gelaufen, wie es hätte sein können, dass sie im Prinzip jetzt sagt, okay, damit war jetzt, ist jetzt der Dialog für mich erledigt oder nur ich gucke nochmal über ihren Vorschlag drüber, sondern sie hat zugesagt, dass sie nochmal Experten hören wird. Naja, das irgendwas in die Richtung wird sie wahrscheinlich auch tun, da auch doch jetzt Presse zugelassen war, die das alles gehört hat. Dafür würde es keine Aufzeichnung in Bild oder Ton geben, was ursprünglich angekündigt war. Ich hatte gehofft, die ganze Sitzung kommt ins Internet. Das wird aber nicht der Fall sein. Es wurde gar nicht gefilmt. Und es wird nur ein Protokoll für den internen Gebrauch geben, nach momentaner Ansage. Von daher ist natürlich nochmal interessant, was jetzt die Presse draus machen wird. Der Handverband war heute zumindest in einigen Meldungen mal wieder mit dabei. Ich hoffe, dass da morgen noch mal mehr kommt. Das wäre natürlich mit der wichtigste Erfolg eigentlich der ganzen Angelegenheit. Aber zumindest ist es uns gelungen, wieder zu zeigen, dass sie das Thema Cannabis-Legalisierung nicht los wird, wie bei der YouTube-Abstimmung im Herbst auch. Und dass ihr klar ist, dass sie das Thema auch so schnell nicht wieder los wird, denke ich mal. Wir werden weitermachen, wir werden dranbleiben, egal wie jetzt diese Geschichte ausgeht. Das war sowieso nicht zu erwarten, dass jetzt durch diesen Zukunftsdialog plötzlich die Legalisierung durchbricht. Aber wir bleiben dran. Wir werden immer wieder und immer wieder damit auf der Matte stehen und den Leuten zeigen, das ist keine Eintagsfliege, es sind viele Leute. Und irgendwann wird der Wandel kommen, ob mit oder ohne Frau Merkel. Gut, ich bedanke mich nochmal bei allen, die uns geholfen haben, dieses Thema ins Kanzleramt zu bringen. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal wieder in meinen restlichen Urlaub. Danach wird weitergemacht und ich hoffe, ihr unterstützt uns auch weiterhin dabei oder macht eure eigenen Aktionen, wie auch immer. Wir werden die Legalisierung noch erleben. Bis denn.